So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS19 hinter Kaifek Projekt. Heute gibt es ein paar Sachen, die ich euch sagen muss. Und zwar habe ich jetzt die Zeit schon mal ein bisschen vorgenommen, so dass unsere Felder hier erntereif sind. Und sozusagen steht jetzt mal die Ernte ins Haus. Und dazu hat uns unser Händler was organisiert, dass wir hier schön ernten können. Der sponsert uns quasi dafür. Mit den Agrarbetrieben Riesenbeck zusammen haben die uns hier einen schönen LKW zur Verfügung gestellt mit einem schönen Kipper und einen Lexion 8900 als Vorführgeräte zur Unterstützung zu unserer ersten Ernte. Und würde sagen, damit fangen wir jetzt auch gleich an. Und dann erzähle ich euch ein bisschen mehr über die Hintergründe davon. Weil wir haben ja eigentlich gesagt, in dem Projekt hauptsächlich kleine und mittelgroße Maschinen. Und es sind ja doch eher große Maschinen. Aber das werde ich euch jetzt gleich im Laufe der Folge erklären. Also bleibt bitte dran. So, dann legen wir jetzt hier erstmal los. Dass die Frage ist, Strohablage können wir eigentlich anschalten. Achso, gibt es bei der Frucht eh nicht. So, dann legen wir hier mal los. Und zwar, das Ganze, dass wir hier auch gesponsert werden für unsere Ernte, hat folgenden Hintergrund. Es ist im Dezember, am 5. Dezember, wenn ich mich nicht täusche, die Hinterkaifek Version 2.0 rausgekommen, für die wir aber einen neuen Spielstand anfangen müssen. Aber ich wollte jetzt nicht einfach sagen, wir beenden jetzt hier einfach und fangen auf der 2.0 neu an. Ich wollte jetzt mit euch zusammen hier auf jeden Fall noch die erste Ernte machen, so dass wir unser Jahr abgeschlossen haben. Und ich hoffe, das ist auch in eurem Sinne. Und es ist ja auch verlorenes Geld in der Hinsicht. Und habt dazu ein paar Fragen an euch. Die erste wäre, ich werde natürlich hier auf der Karte alles verkaufen, was wir bis jetzt haben. Maschinen, werde auch reinrechnen, was wir an Häckselgut haben, Gras, Tiere, Mist, das Ganze werde ich alles mit reinrechnen und uns das Geld in der 2.0 natürlich auch gut schreiben. Und jetzt aber zur Frage an euch. Sollen wir auf der 2.0 hier auf der Karte mit dem gleichen Hof anfangen, wie wir jetzt haben, und die gleichen Maschinen wieder uns zulegen und dann einfach weitermachen? Oder sollen wir erstmal die 2.0 uns anschauen in dem Video? Dann mache ich ein kleines Vorstellungsvideo, wo wir uns die Karte anschauen, weil es soll auch einen neuen Hof geben. Und dann könnt ihr abstimmen oder beziehungsweise die Kommentare schreiben, mit an welchem Hof wir anfangen sollen oder ob wir bei so weitermachen wie bisher. Würde mich halt interessieren, weil dann würde ich das Ganze vorbereiten. Müsst ihr mir halt mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Also entweder das Projekt einfach so wieder vorbereiten, wie wir jetzt aufgehört haben, und dann weitermachen. Oder ein kleines Vorstellungsvideo von der V2 bringen und euch dann abstimmen lassen, auf welchem Hof wir anfangen, mit welchen Maschinen und. Das wäre mal sehr wichtig, wenn ihr mir das reinschreibt. Weil ich muss ja auch alles vorbereiten. Das heißt, bis jetzt ist ja mal angesagt, Dienstag und Donnerstag werden die Folgen kommen. Ich werde jetzt diese Folge hier schon am Sonntag rausbringen. Dann habt ihr nämlich auch ein bisschen Zeit, könnt euch darüber Gedanken machen, was wir machen, weil ich hätte Montag wieder frei.
und dann können wir uns das Ganze in Ruhe anschauen. Dann kann ich auch vorbereiten, sodass wahrscheinlich dann die Donnerstagsfolge wieder regulär kommen wird. Weil am Dienstag werde ich dann dieses Vorstellungsvideo bringen von der V2. Und am Donnerstag, wenn alles gut geht, dann schon auf der V2 mit euren Vorschlägen neu starten. Aber natürlich so, dass auch das, was wir uns jetzt erarbeitet haben, nicht verloren geht. Wie gesagt, das Geld wird auf jeden Fall gut geschrieben, egal wie wir anfangen. Ob wir so weitermachen oder an einem neuen Fleck auf der Karte neu anfangen. Und jetzt würde ich sagen, widmen wir uns mal der Ernte. Geht mit der Maschine ja relativ zügig, muss ich sagen. Weil ich möchte es nicht alles offscreen machen. Ich möchte euch da schon mitnehmen, dass ihr auch seht, das wurde alles geerntet. Es wurde alles verkauft. Dass ihr auch einen groben Überblick habt über die Finanzen, was wir dann haben. Für die V2. Mal schauen, ob wir überhaupt das ganze Feld in den Drescher reinkriegen. Schätze ich mal nicht. Ne, wir haben ja schon knapp 12.000 drin. Da werden wir, denke ich, schon zweimal abtanken. So, dann fahren wir jetzt hoch und runter, anstatt im Kreis. Ist, glaube ich, sinnvoller. Aber ich finde, der Drescher ist eigentlich gar nicht zu groß für diese Flächen. Eigentlich ist er ganz angenehm, muss ich sagen. Klar, finanziell gesehen ist es ein Ungetüm. Aber ist eigentlich schon berechtigt auf solchen Feldflächen. Was denkt ihr darüber?
Ist der zu groß für solche Felder? Oder kann man das durchaus so machen? So, dann können wir gleich mal abtanken. So, holen wir uns doch schnell den LKW und tanken den Drescher gleich mal ab. Hier vorne rein, nicht dass wir noch den Wagen streifen. So, den können wir dann gleich mal stehen lassen und lassen den gleich mal volllaufen. So, und weiter geht's. Die letzten Bahnen auf unserem Feld. Kann man denn hier drin fahren? Da sieht man ja fast nichts. Na, mach mal lieber außen. An sich, da sehe ich wenigstens ein bisschen mehr. So, da haben wir das erste Feld schon mal durch. Dann würde ich sagen, werden wir das zweite Feld hier drüben nach dem Abtanken unserem Hilfsarbeiter machen lassen. Und in der Zeit werden wir schon mal die erste Fuhre Raps wegfahren und verkaufen.
So, das gleich mal hoch. Und dann tanken wir das gleich mal ab. Weil mit unserem kleinen Hänger wäre das jetzt eine sehr langwierige Sache gewesen. Und so können wir das wenigstens noch geordnet machen. Weil ich fände das jetzt echt blöd, wenn ich das gesagt habe. Ich wechsle jetzt einfach auf die Map. Und wir sind jetzt da. Ich möchte schon die Saison hier richtig abschließen. So. Nehmen wir den und dann werden wir jetzt aber, würde ich sagen, mal Curseplay bemühen, weil der macht das ordentlicher wie der andere. Vorgewende machen wir hier mal 2. Und machen das Ganze weich. Und dann kann der uns jetzt hier ein bisschen unterstützen. Währenddessen wir hier quasi noch abfahren. Genau. Und wir fahren jetzt gemeinsam hier den ersten Raps weg. Und werden dann, wenn wir wieder zurückkommen, weitermachen auf dem Feld. Das ist quasi jetzt nur die Überbrückung, bis wir wieder da sind. Und warte mal, Raps ist das Symbol hier. Und da kriegen wir jetzt bei Animal Fruits am meisten. Die sind, warte, wo sind denn die? Müssen wir mal schauen. Ach, das ist hier unten. Also müssen wir hier im Hof vorbei und die Hauptstraße runterfahren Richtung Viehhändler. Okay, machen wir. Da fahren wir heute aber Innenansicht. Jetzt hat das geladen. Und dann schauen wir, was dabei rumkommt. Bei 22.300 Liter ist jetzt nicht die Wucht, aber bessert auf jeden Fall unsere Kasse auf. Geht's, glaube ich, hier runter. Ja, da hinten sehen wir schon die Markierung. Oh, schön auf der Straße bleiben. So, wo kommen wir hier rein? Mal schauen, ich glaube hier vorne. Das wird knapp. Ich glaube, wir fahren da einmal durch die Halle. Ich hoffe, wir sind da nicht zu groß. Sieht aber aktuell ganz gut aus. Und fahren hier nach hinten. So, dann fahren wir mal hier rüber. Und verkaufen mal den Raps. Haben wir 26.000 auf jeden Fall verdient. Und dann fahren wir, glaube ich, hier vorne wieder raus. Fürs Anhalten. Und dann fahren wir wieder zurück aufs Feld. Ich weiß auch nicht, warum das
aktuell immer so viel nachlädt. Bin extra davor mal die Strecke ein bisschen abgelaufen hier auf der Karte. So dass er eigentlich alles lädt. Aber irgendwie hat das auch nicht viel geholfen. So, dann fahren wir jetzt hier rum. Und schauen wir, wo unser Drescher aktuell abgeblieben ist. Wo ist er denn? Da vorne ist er. Ist der schon voll? Was macht er denn? Spurwechsel oder? Wie sieht es aus? Hey, hey, Kollege, aufpassen. So, dann springen wir eh gleich wieder rein. Und ernten hier weiter. Abfahrer entlassen. Den Kurs lassen wir mal noch drin. Glaube ich, einiges runter von dem Feld. So, dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge. Ich werde jetzt offline dieses Feld noch komplett abernten und dann natürlich verkaufen. Jetzt werde ich noch mal kurz zusammenfassen, was ich gerne von euch wissen würde und was sicher steht. Also fangen wir mal an, was auf jeden Fall kommt. Also Punkt 1, wir werden auf jeden Fall auf die Hinterkaifeck Version 2.0 wechseln. Punkt 2, dazu brauchen wir auf jeden Fall einen neuen Spielstand. Drittens, werden wir hier alle Fahrzeuge verkaufen und auch alle Gras, Getreide und sonst was, was wir alles in unserem Lager haben, wird alles mit verkauft und angerechnet. Punkt 4. Wie sollen wir in der 2.0 weitermachen? Sollen wir die gleichen Felder wieder kaufen? Sollen wir den gleichen Hof nehmen? Auch mit Milchkühen weitermachen oder sollen wir was komplett anderes machen? Dazu könnt ihr gerne Vorschläge in die Kommentare schreiben. Dann sind wir gleich bei 5. Auch der Fuhrpark möchte ich gerne von euch wissen, was wir machen. Ich würde eigentlich überwiegend sagen, die kleinen und mittelgroßen Geräte hauptsächlich benutzen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir auch große Geräte benutzen werden oder auch benutzen können. Da könnt ihr auch gerne Vorschläge mit reinschreiben. Ja, und 6. sage ich noch abschließend, es wird auf jeden Fall wieder mit Seasons gespielt. Das ist auf jeden Fall sicher, weil das macht mir eigentlich Spaß und das mit den Jahreszeiten finde ich eigentlich ganz cool. Also das wird auf jeden Fall drin bleiben. Und den Rest könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, lese ich mir gerne durch.
antworte auch drauf. Ihr könnt mir auch gerne eure Vorschläge an die E-Mail-Adresse schicken, die in YouTube hinterlegt ist. Kein Problem. Oder auf Discord. Und würde sagen, wenn es euch gefallen hat und ihr weitere Videos auch haben wollt, natürlich würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und wenn ihr kein Video oder Stream verpassen wollt, würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Und würde sagen, ich wünsche noch einen schönen Tag und würde mich freuen, wenn wir uns im Vorstellungsvideo der Version 2 wiedersehen. Bis dann. Ciao, ciao.